Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, wir wollen uns heute an HBMT machen. Ich werde euch erzählen, oder ihr seht schon, mit welcher Base ich das Ganze versucht habe, welche Base-Typen es gibt, worauf ihr zu achten habt, was ihr noch verbessern könnt. Und wir schauen uns an, wie schließlich T eventuell fällt oder auch nicht. Na, mal schauen. Ja, was kann man am Anfang zu Welle T sagen? Es ist sehr, sehr, sehr glücksabhängig, wie die Spawns sind bei T. Ihr seht hier bei T1 schon einen Großteil der Gebäude weggeräumt, Molter down. Mal schauen, wie es läuft. Ich habe hier ein paar Tries oder meine besten Tries, sage ich mal, so zusammengeschnitten. Ich habe die immer im Abstand von einer Woche gemacht, mir einen Tag die Tries aufgehoben und dann geguckt, ob ich es schaffe. Und manchmal war schon bei T1 Schluss, manchmal bei T4, manchmal bei T5. Und das Extreme ist eben wirklich, dass man manchmal bei T1 ausradiert wird und im nächsten Try problemlos bis T5 kommt. Also ihr dürft euch da nicht unterkriegen lassen. Wirklich sehr glücksabhängig. Ja, kommen wir als erstes zu den Base-Typen. Es gibt eigentlich so zwei Standard-Base-Typen, die Corner-Base und diese Side-Base, womit man Welle T machen kann. Ich habe mich bewusst für diese Side-Base entschieden, weil sie wirklich einen minimalen Vorteil hat, der auch nur zum Tragen kommt, wenn die Spawns passen. Ihr seht hier außen in den Ecken sind Gebäude. Das, was jetzt hier rechts zu sehen ist, was schon down gegangen ist, das gleiche oben nochmal. Das ist der minimale Vorteil, den die Sidebase gegenüber so einer Cornerbase hat. Wenn die Spawns richtig kommen, kann es sein oder hofft man darauf, dass noch ein einziges Gebäude von den Außen steht, weil meistens scheitert man T5 an den Molter-Procs. Nicht, weil die Helden unbedingt down gehen, also seitdem es Evo-Helden gibt, gehen die Helden nicht unbedingt down, sondern meistens sind alle Gebäude weg. Und die Sidebase hat den minimalen Vorteil dieser beiden Eckengebäude. Jetzt haben wir hier schon keine idealen Spawns, wo die beiden Gebäude schon down sind. Aber das ist so der einzigste Vorteil, den man bei der Base-Auswahl hat, dass man eben sich für diese Sidebase entscheiden kann und dann eben darauf hofft, dass, natürlich, man hofft immer auf perfekte Spawns, aber hier hat man eben noch die Chance, eventuelle Molter-Procs, wenn die Helden die überleben können, so abzufangen. Und ihr seht, wir sind hier schon fast bei T5 angekommen. Wichtig ist natürlich immer, dass die Helden drumherum laufen. Und was ich so gemerkt habe, finde ich sogar relativ angenehm. Später bei den späteren Tries stehen Evo-Helden oder habe ich Evo-Flat hier dabei. Wenn die Gebäude weg sind und die auf den Evo-Flat gehen, der hält unheimlich viel aus. Wenn die anderen Helden denn noch dastehen, fand ich es besser als den Fokuswechsel, den möglichen durch den Gebäudeverlust. Und wir erinnern uns, der Molter ist bei T1 weggekippt und wir sind jetzt mal eben trotzdem bis T5 gekommen. Und jetzt haben wir aber den fetten Molter-Spawn. Mal gucken, wo er hier war. Ja, von beiden Seiten. Und man hofft jetzt bei jedem T5-Try natürlich auf den perfekten Spawn. Und hier ist das Problem, hier teilen sich die Helden auf. Und dann seht ihr, die Helden leben noch, aber die Basis. Die Gebäude sind weg. Wahrscheinlich werden die Helden aber auch als nächstes umgekippt. So, next try. Da habe ich denn zumindest schon mal die Mauern verteilt, weil ich auch das Problem hatte, dass mein Dreadrake hier außen stand, die Helden zwar down gemacht hat, aber ich glaube, da war mein Schnitter dabei. Und dann hat mich der Schnitter zerlegt. Ja, ansonsten, was kann man noch zur Base sagen? Magietürme machen das Ganze einfacher. Umso höher die Garnis, also eine Zweier Garni ist eigentlich eine zu wenig. Also eigentlich solltet ihr für T schon eine Dreier Garni haben. Vierer, Fünfer macht das Ganze einfacher. Mit einer Fünfer merkt man einen sehr, sehr deutlichen Unterschied. Es geht deutlich einfacher. Gut. Aber ich denke, bei T muss man Geduld haben, die richtigen Spawns zu haben. Und ihr seht, ich habe es mit einer Zweier Garni hier versucht. Und ja, sicherlich. Mehr Garni ist besser als Zweier Garni, ja, besser als gar keine. Kann man aber fast vernachlässigen bei einer Zweier Garni. Und ihr seht hier jetzt schön beiden die Außengebäude. Gut, das eine ist jetzt weg und so hofft man eben bei dieser Sidebase, dass eben eins dieser Gebäude bis T5 überlebt und dann der Spawn kommt und dann kann man eben so einen Molter-Proc, der dann die Helden hier weghaut, überleben. Ja, also wie gesagt, Garni, Zweier Garni ist ordentlich wenig.
Bis zu einer Dreier-Garni geht es noch mit den Ressourcen. Vierer-Garni ist schon sehr teuer und Fünfer-Garni kostet schon einiges an Splittern, RP und Erfahrung. Ja, ich sag mal, bei T, wie gesagt, eine Zweier-Garni ist keine wirkliche Hilfe, aber es geht bei T auch mit einer Zweier-Garni. Aber für HBM3 ist eh eine Fünfer-Garni Pflicht. Also schadet nicht, wenn er da eine Garni immer weiter mit hochzieht, macht er nichts verkehrt. Aber es ist nicht Pflicht, sage ich mal so. Ja, ansonsten zu den Helden. Was habe ich gemerkt auf dem Taiwan-Account hier? Hier haben zwei Helden von mir eine Streuung, und zwar der Druide und der Molter. Und das macht das Ganze für mich viel, viel einfacher. Durch Streuungshelden. Klar, nicht jeder hat Streuung. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, Streuungsruhen eventuell zu haben oder Streuungshelden, die machen das Leben bei HBMT bzw. HBM3 sehr, sehr einfach oder einfacher. Dann natürlich, ja, ist immer so eine Sache. Klar, wenn man Valentina hat, setzt man sie ein. Wenn man sie nicht hat, kann man sie nicht einsetzen. Valentina ist hier ein sehr großer Vorteil, weil die Helden fast immer, ihr müsst mal darauf achten, die Helden haben am Ende einer Welle fast immer wieder volle Energie oder einen Großteil. Das kriegt ihr mit dem Eros nicht hin. Aber ich denke, es ist klar, wenn ihr eine Valentina habt, werdet ihr sie sehr wahrscheinlich einsetzen. Die macht euch hier das Leben deutlich einfacher. Also Streuung und Valentina sind Sachen, über die man sich hier sehr, sehr freut, wenn man sie denn hat. Aber klar, nicht jeder hat Zugriff darauf. Ja, hier ist mir ärgerlicherweise bei T4 jetzt der Flood weggekippt. Gucken wir erstmal uns den T4-Try hier noch an. Dann kann ich noch ein bisschen was zu den weiteren Helden erzählen. Oder ja, hier seht ihr den Debuff vom Molter. Als Alternative kann man da eine Harpy auch reinsetzen. Ist sehr, sehr wichtig auch für T5, da irgendwie eine Form von Debuff zu haben. Und da kommen die beiden gemeinsam von einer Seite. Aber da fehlt mir der Flood. Und ich glaube, hier proc gleich Molter. Ah, nee, mein Molter ist weg. Aber ich vermute, jetzt kommt hier auch gleich ein Molter proc. Oder werden hier tatsächlich mal die Helden zerlegt? Oh ja, selten. Hier sterben mal alle Helden. Ja, das war's schon wieder mit dem T5-3, oder? Bis dahin gekommen zu sein. Ja, Diva-Fan. Also ich denke, Flood ist klar, ist hier die Damage-Kanone. PD stackt uns hoch, dann braucht er noch irgendeinen Buffer, Eros oder Valentina. Wenn ihr die Wahl habt, Valentina, deutlich stärkerer Buff, weil einfach am Ende der Welle immer fast alle Helden volle Energie haben. Flood, unsere Damage-Kanone. Und dann natürlich am liebsten noch einen Debuffer. Wie gesagt, wenn er keinen Molter hat, eine Harpy rein. Und ich habe mich hier für Dreadrake entschieden. Einfach noch als Nahkämpfer, der den PD da hinten ein bisschen supportet. Und weil ich den Stun sehr, sehr hilfreich finde. Also da kommt an den Dreadrake als Support-Helden oder Tank-Helden kein anderer Held so schnell ran. Ja, hier seht ihr, hier habe ich es auch mal mit Bogenturm ein bisschen experimentiert, weil meine Magietürme, ach so, kann ich ein bisschen erzählen, die Magietürme oder die Türme, die ich habe, sind hier Stufe 18, die Heldenbasen Stufe 17. Also nicht sehr hoch und dadurch haben meine Magietürme relativ wenig Leben und dadurch, dass ich nur eine Zweier-Garni habe, ist so ein bisschen das Problem, dass die Magietürme natürlich wenig Leben haben, schnell umkippen und der Stun eben nicht sehr oder nicht sehr viel gestunt wird, einfach weil die Magietürme zu niedrig sind von der Garni. Da ich glaube, wenn ihr alles auf 3 habt, alle Magie, also alle Garni und Magietürme, dann auf 3 habt ihr eine 20%ige Chance zu stunnen, also hier weniger als 20%, dass die Helden gestunt werden, ist einfach zu wenig. Kombiniert mit dem niedrigen Leben kippen eben die Magietürme um und haben vorher aber nicht genug Stun rausgehauen. Aber wie gesagt, ich habe es eh als sehr angenehm empfunden, wenn die ganzen Türme weg waren, um den Fokuswechsel zu vermeiden, weil der Flood natürlich unheimlich viel Leben generiert und als Tank sehr, sehr stark ist. Also ich fand es immer besser, wenn tatsächlich alle Gebäude weg waren und nur noch meine Helden da waren, und dann der Flood oder der Molter oder die Valentina im Fokus war. Das hat sehr gut funktioniert bei mir. So, T3 down. Ja, wie gesagt, das waren jetzt nicht die ganzen T5-Versuche am Stück, wie gesagt, immer im Abstand von einer Woche aufgenommen. Und ich bin so von 6 Versuchen war ungefähr der Schnitt einmal bis T5 gekommen. Aber bei den 6 Versuchen waren
Fails bei T1, T2, T3, T4, da, nee, T4 eigentlich nicht, aber T1, T2 oder T3 dabei, wo es eigentlich sehr gut aussah und dann kam ein schlechter Spawn bei T3 und dann war vorbei. Also dementsprechend, ja, ist es sehr, sehr glückabhängig und man kann nur versuchen, immer noch ein bisschen zu verbessern. Ja, wie gesagt, also T5, um T5 zu schaffen, macht sich Streuung oder Streuungshelden natürlich sehr gut, aber ich denke, ist bekannt. Ansonsten die Heldenlevel seht ihr, sind ja alle um die 160. Da ist der PD schon Evo gegangen inzwischen. Aber es hatte relativ wenig Auswirkungen für die Tries. Also ich sag mal, ich hätte auch bei meinem ersten T5-Versuch, wo ich bis dahin gekommen bin, hätte ich T5 auch schaffen können, wenn ein besserer Spawn gewesen wäre. So, jetzt kommen sie wieder beide von unten. Ich fand es ganz angenehm, wenn die beiden Molter in irgendeiner Form zusammenkommen und nicht von zwei unterschiedlichen Seiten. Aber ich glaube, leben hier noch alle Helden? Ja, hier leben tatsächlich mal alle Helden. Hier prockt der Molter, der debufft. Aber der Druide steht da hinten. Und dann, ja, dann läuft der PD weg. Und dann kriegen wir einen Proc rein, ja. So, nächster Try. Ah ja, Backspawn. Da muss ich sagen, durch das Totem. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die hier drin, aber ich habe, glaube ich, Mino drin in dem Totem. Durch das Totem finde ich das gar nicht so schlimm mehr, so ein Backspawn zu haben. Das war früher ja fast so ein K.O.-Kriterium. Das ging jetzt ganz gut. Ja, ihr seht, inzwischen ist der Flood Evo gegangen. Da war wieder mal eine Woche dazwischen und ich habe sämtliche Magietürme da nach vorne geräumt, um mehr Stun zu haben, wenn da was angeflogen kommt. So. Nee, ansonsten habe ich euch, glaube ich, so das Wichtigste nochmal an Tipps und Tricks gesagt. Bei mir ist die Sidebase, also diese beiden Eckengebäude, nicht zum Tragen gekommen, so richtig. Ich kenne aber auch einige, bei denen hat es eben genauso funktioniert. Es stand noch ein Gebäude an der Seite, die Molter kamen. Eine Molter hat die Base weggeprockt, die Helden kippen mit Evo 1 aber nicht um. Sind zwar ein bisschen geslowt, aber es ist nicht automatisch ein Fail. Und dann stand eben noch so ein Gebäude in der Ecke, zack, erfolgreich geschafft. Ansonsten, wie gesagt, Garni könnt ihr auf jeden Fall hochziehen, wenn ihr die Ressourcen habt. Bei mir ist momentan so, ich brauche die Splitter und die Ruhmpunkte einfach für die Main-Helden. Da ist noch keine Möglichkeit, die Garni hochzuziehen. Dementsprechend kann ich mich nicht an HBM ranmachen, also HBM3 an nächster Zeit, weil ohne 5er Garni, also brauche ich mich da nicht versuchen. Da sind einfach die Helden zu krass. Und selbst mit 5er Garni braucht man dann noch das perfekte Streuungskombinationsteam, dass das funktioniert. So, und ich glaube, hier haben wir mal so eine Situation, die ich als nicht so angenehm finde. Der Dreadrake steht da oben. Ja, genau, da seht ihr, da hat der Champ geprockt, hat hier zum Glück meine Außengebäude nur weggeräumt. Der Dreadrake kippt zwar nicht um durch Lebensentzug und Kelch und haut die weg, aber wenn da noch der Schnitt dabei ist, der prockt dann da ein, zwei Mal und dann sind die Helden auch down. Also so gut wie ich den Pirat finde, das da ist eine blöde Situation. Sowas will man eigentlich nicht haben. Na los, Pirat. Ja, gegen Paladin. Ansonsten kann ich euch nur raten, versucht. Also ich höre von vielen, die dann so eine Woche lang versuchen, Tee jeden Tag zu schaffen, ist eine unheimliche Ressourcenverschwendung. Also, was heißt Verschwendung? Aber ich würde es auch immer so im Abstand von ein paar Tagen, von 5 Tagen oder von einer Woche versuchen, dann 8 Tries zu machen, weil ihr verbraucht unheimlich viel Versuche, denn wenn ihr es sehr lange Zeit am Stück versucht und manchmal sind eure Helden noch nicht so weit oder irgendwas passt noch nicht, dann ist es sinnvoller, ihr verschwendet immer nur einen Tag eure Versuche, kommt dann voran und eine Woche später sieht es ja meistens schon wieder anders aus. Vielleicht noch ein Evo-Held mehr oder ein Skill-Upgrade oder eine Garni mehr. Das habe ich jetzt auch bei den Expert-Dungeons gemacht. Immer mal im Abstand von ein paar Tagen versucht und wenn es dann klappt, dann hat man wieder einen Punkt überschritten und kann das weiter versuchen. Also so wie gesagt, als Hausnummer sollte es so klappen, bei 8 Tries solltet ihr auf jeden Fall einmal bis T5 kommen.
Wenn so eure Quote ist, dann fällt T5 innerhalb kurzer Zeit. Weil dann sind eure Helden eigentlich schon viel zu stark, wenn er so eine Quote habt, und dann ist das einfach nur noch skill-abhängig. Spawn-abhängig. So. Und hier seht ihr das ganz gut. Ich mag, also es war ideal. Alle Gebäude sind weg, alle Helden leben. Wir stacken jetzt hier hoch. Zack. Oh ja, hoher Schaden dabei. So. Und jetzt haben wir wieder mal T5. Mal gucken, ich kann mich gar nicht. Ach ja, genau, von beiden Seiten kommen sie. Aber ich finde es, also was ist wichtig noch dabei? Die beiden Molters fand ich ganz angenehm, wenn die im Fokus waren, beziehungsweise wenn die Helden sich nicht aufteilen. Also wenn alle Helden zu den Molters gehen, genauso wie es hier nicht ist, wo der Druide da hinten rumreitet, weil der Laufweg ist echt kritisch. Da prockt der Molter. Einmal, jetzt kommt der Druide rüber gerannt. Ah, genau. Und, genau ist zwar ein suboptimaler Spawn, aber es reicht noch, weil der PD hoch genug gesteckt hat. Man mag, dass alle Helden irgendwo stehen. Und da haben wir es geschafft. T5. Ja, jetzt kann ich den gute HB5, HBMT ordentlich sweepen. Ich hoffe, ihr konntet noch ein bisschen was an Infos mit rausnehmen. Nicht den Mut verlieren. Immer mal wieder ein paar Tries machen. Und ein bisschen vielleicht mit den Heldenpositionen probieren. Ansonsten, wie gesagt, ich kann euch die Sidebase empfehlen. Ist aus meiner Sicht die beste Base, um T zu schaffen. Eine Eggbase ist auch in Ordnung, aber man hat ja noch einen minimalen Vorteil, der eventuell zum Tragen kommt. Aber man muss alles rausholen, damit die Spawns passen. Und ja, HBM3 wird, denke ich, eine harte Nummer, ein harter Klopper. Ja, soweit von mir erstmal. Euer Mantel. Tschüss.